Ich erzähle in diesem Video, was Eltern über Videospiele wissen sollten. Denn Medienkompetenz ist wichtig und die Videospiellandschaft ständig im Wandel. Über 60% aller Eltern in Deutschland haben ein schlechtes Gewissen, was die Mediennutzung ihrer Kinder angeht. Und die Medien sind ja schließlich die Wurzel allen Übels, oder? Das wussten schon unsere Vorfahren bei der Erfindung des Buchdrucks, der Schallplatten, des Films und selbstverständlich auch bei Computerspielen. Aber Spaß beiseite. Videospiele sind inzwischen größer als die Film- und Musikindustrie zusammen und für Eltern ist es sinnvoll, sich mit ihnen zu beschäftigen. Egal, ob eure Kinder noch zu klein dafür oder bereits leidenschaftliche Gamer sind. Neue Gaming-PCs findet ihr bei Game Machines. Hier gibt's PCs in unterschiedlichen Leistungsklassen, die sowohl zum Arbeiten als auch Spielen geeignet sind. Ihr kauft hier ohne Risiko mit 30 Tagen Rückgaberecht. Jetzt bei gamemachines.de. Der Wert des Spiels. Es ist leicht, Videospiele als Zeitverschwendung abzutun. Doch Videospiele bieten so viel mehr als der passive Konsum von Videos und vereinen die Fähigkeiten vieler talentierter Menschen zu einem Gesamtkunstwerk aus spannenden Geschichten, ästhetischer Optik sowie bewegender Musik- und Sounduntermalung in Verbindung mit Interaktion. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Videospiele das Gehirn stimulieren und die kognitiven Fähigkeiten verbessern können. Sie können helfen, Problemlösungsfähigkeiten und strategisches Denken zu verbessern, sowie unsere Kreativität fördern und uns fordern oder uns helfen, eine Fremdsprache zu lernen. Auch unsere Reaktionsfähigkeit kann trainiert werden, wenngleich das sicherlich nicht zu den wichtigsten Aspekten gehört. Aber Videospiele sollen natürlich vor allem Spaß machen und ein Ausgleich zum Lernen und Arbeiten sein. Die Gefahr. Die Zeit, in der Politiker versucht haben, soziale Probleme und Gewaltausbrüche den Videospielen in die Schuhe zu schieben, sind glücklicherweise vorbei. Hierfür gibt es auch schlicht keine Belege. Fakt ist jedoch, dass wie bei so vielen Dingen das richtige Maß entscheidend ist. Man kann über Videospiele Freunde finden, man kann sich aber genauso gut hier reinflüchten und soziale Aspekte des Lebens vernachlässigen. Spielsucht existiert und sollte ernst genommen werden, insbesondere wenn es emotionale oder soziale Probleme gibt. Dass ein Kind lieber Videospiele spielen möchte, als seine Hausaufgaben zu machen, sollte niemanden wundern. Die meisten würden auch Videos schauen oder am Handy scrollen vorziehen. Es ist Aufgabe der Eltern, den jeweiligen Konsum zu regulieren und Kinder dafür zu sensibilisieren, was wichtig für ein gesundes und glückliches Leben und Zusammenleben ist. Teilnehmen. Videospiele sind für viele Kinder ein wichtiger Teil ihrer Freizeit. Auch wenn ihr kein Interesse daran habt, solltet ihr euch mit Videospielen beschäftigen, um eure Kinder besser zu verstehen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass sie mit Spielen in Kontakt kommen werden. Immer mehr Titel zielen auch auf junge Kinder ab. Aber auch ältere Kinder, die sich schon lange mit Videospielen beschäftigen, werden sich darüber freuen, wenn ihr Interesse zeigt und ihren Vorlieben mit Respekt statt Ablehnung begegnet. Es gibt auch viele Spiele, die man zu zweit an einem Bildschirm spielen kann, um gemeinsam Zeit zu verbringen und dabei vielleicht auch etwas Spaß zu haben. Ihr habt als erstes einen Shooter vor Augen und möchtet diesen auch nicht eurem Kind zuliebe spielen? Kein Problem. Auch Leute, die Videospiele lieben, mögen nicht jedes Genre, also lasst euch verschiedene Spiele zeigen und gebt nicht gleich auf. Altersbeschränkung? Die USK war ursprünglich nur dafür zuständig, Spielen eine Alterseinstufung zu verpassen, die im Einzelhandel zu kaufen sind. Inzwischen findet man die Siegel aber auch in den großen digitalen Stores. Schließlich werden immer mehr Spiele digital gekauft. Kinder dürfen nicht in den Laden gehen und sich ein USK 18 Spiel kaufen. Verkäufer machen sich dabei strafbar. Eltern dürfen ihren Kindern allerdings Spiele kaufen, die höher als ihr Alter eingestuft sind. Das Erziehungsprivileg erlaubt es Eltern, Kindern Spiele zugänglich zu machen, die höhere Altersfreigaben tragen. Jedes Kind ist unterschiedlich reif, sodass die Altersangaben eher als grobe Orientierung zu sehen sind. Die Zahlen sagen übrigens nicht aus, ob ein Kind in der Lage sein wird, ein bestimmtes Spiel zu meistern. Spiele können ab 0 oder 6 freigegeben sein, aber sich zum Beispiel wegen ihrer Komplexität primär an ältere Spieler richten.
Ähnlich wie die USK funktioniert die europäische PEGI, deren Wertungen auch mal etwas abweichen können. Plattformen. Selbstverständlich kann man viele Spiele einfach auf Smartphones spielen. Darum soll es hier aber nur am Rand gehen, da diese Titel oft aggressiv monetarisiert und nicht wirklich empfehlenswert sind. Inzwischen haben sich die Sony PlayStation 5 sowie die Microsoft Xbox Series S und X als wichtige Plattformen fest etabliert. Die Series S ist hierbei die leistungsschwächere, günstigere Variante. Für die Vorgängergeneration PlayStation 4 und Xbox One erscheinen zwar nicht mehr alle neuen Spiele, die Auswahl an tollen Titeln für diese Systeme bleibt jedoch riesig. Bei Nintendo ist nur noch die mobile Switch aktuell, welche sich, abgesehen von der Switch Lite, mobil und am Fernseher nutzen lässt. Auch hier ist die Spielerauswahl sehr groß, wenngleich die schwache Hardware viele moderne Titel kaum noch zum Laufen bekommt. Im Jahr 2024 wird daher auch mit einer neuen Konsole von Nintendo gerechnet. Das Switch-Pendant für PC-Spieler heißt übrigens Steam Deck und wird immer erfolgreicher. Doch auch ein stationärer PC oder Laptop kann eine gute Plattform für eine große Anzahl von Spielen sein. PlayStation Portal ist übrigens kein separates System, sondern nur eine Ergänzung für PS5-Besitzer. Kaufen und Mieten. Eine tolle Entwicklung beim letzten Generationssprung ist, dass alle PS4-Spiele auch auf der PS5 laufen und praktisch alle Xbox One-Spiele auch auf Series-Konsolen. Andersrum geht's allerdings nicht. Und auch PlayStation VR 1-Spiele funktionieren leider nicht mit dem neuen PlayStation VR 2-Headset für die PS5. Bitte kauft nicht einfach irgendwas. Es gibt viele Schrottspiele. Am einfachsten ist es, auf der Seite Metacritic nachzuschauen, was Presse und Spieler bei den Titeln zu bemängeln haben. Weniger genau informieren muss man sich, wenn man einen der Netflix-ähnlichen Gaming-Abo-Dienste nutzt. Diese bieten unterschiedliche Spiele, die man so lange herunterladen und spielen kann, wie man einen Monats- oder Jahresbeitrag zahlt. Sowohl PlayStation Plus Premium als auch der Xbox Game Pass bieten eine große Auswahl an völlig unterschiedlichen Spielen. Den Game Pass gibt's zudem als Variante für PC-Spieler. Bei Nintendo gibt's leider kein ähnliches Modell mit aktuellen Spielen. Online-Gaming. Grundsätzlich ist es heute natürlich recht normal, dass Geräte wie PCs und Spielekonsolen mit dem Internet verbunden sind. Das ermöglicht es, bei vielen Spielen sowohl mit Freunden als auch mit völlig Fremden zusammen online spielen zu können. Zum einen sollte man aber genau wie sonst im Internet vorsichtig sein, welche Informationen man hier preisgibt, und zum anderen sollten die Kinder lernen, ihre relative Anonymität nicht auszunutzen. Viele erwachsene Spieler sind genervt von Kindern, die sich in Online-Spielen rumtreiben und mit quietschiger Stimme Mütter von anderen Spielern beleidigen. Ihr wollt hoffentlich nicht die Eltern von solchen Kindern sein. Zu beachten ist, dass man fürs Online-Gaming mit Spielen wie FC24 auf der PlayStation, Xbox und der Switch ein Abo wie PlayStation Plus, Game Pass Core bzw. Ultimate oder Switch Online benötigt. Kostenlose Online-Spiele wie Fortnite sind vom Abo-Zwang ausgenommen. Kostenfallen. In den letzten Jahren hat sich die Monetarisierung in großen Videospielen nach dem Vorbild von Handyspielen und Free-to-Play-Games leider noch weiter verbreitet. Das Ziel von vielen Firmen ist es, dem Kunden nach dem Kauf des Spiels noch weitere Möglichkeiten anzubieten, echtes Geld auszugeben. Ein prominentes Beispiel ist FC24, ehemals FIFA, für das man sogar im Einzelhandel FC-Points kaufen kann, um sich mit diesen Punkten wiederum zufällige Packs mit virtuellen Spielern zu kaufen. Viele Spiele sind ganz bewusst darauf ausgelegt, Spieler mit allerlei Tricks zum Geldausgeben zu bewegen. Aufgrund dieser Mechanismen, die oft besonders junge Spieler beeinflussen, wurde Epic Games wegen Fortnite erfolgreich verklagt und FC ist inzwischen ab 12 und nicht mehr ab 0. Dennoch bleibt es in der Verantwortung der Eltern, ein Auge darauf zu haben und eben auch den Umgang mit Geld zu lehren. Pausen. Es ist keine Frage, dass Absprachen zwischen Kindern und Eltern wichtig sind. Und auch Spielpausen gehören dazu.
Als Elternteil sollte man allerdings wissen, dass es nicht so nett ist, ein Spiel abrupt zu unterbrechen und beim Reinkommen ins Zimmer immer sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit zu verlangen. Ein Videospiel ist kein Video, wo man einfach mal auf Pause drücken kann. Das funktioniert durchaus bei einigen Spielen, aber bei vielen auch nicht. Da lässt sich beispielsweise mal eine für die Story wichtige Zwischensequenz nicht pausieren und auch nicht erneut abspielen. Oder es handelt sich um ein Online-Spiel und man lässt seine Teamkameraden im Stich und ist so unter anderem dafür verantwortlich, dass der hart erkämpfte Sieg doch zur Niederlage wird. Ja, es ist nur ein Spiel, aber auch Sport ist nur ein Spiel und auch da fühlt sich Gewinnen besser als Verlieren an. Ein teures Hobby? Alles ist in den letzten Jahren teurer geworden. Die Mitgliedschaft im Sportverein, die ich besonders für Kinder sehr befürworte, aber auch Strom, Hardware und natürlich Videospiele. Dennoch müssen Videospiele kein teures Hobby sein. Die Range ist unheimlich groß. Man kann tausende Euro für einen absoluten High-End-PC und Screen ausgeben, die auch noch eine Menge Energie schlucken, oder kann sich günstig eine gebrauchte Konsole holen und viele ältere Titel spielen, die von der Qualität genauso gut sind wie neue, aber viel günstiger zu kriegen sind. Ich kann nur empfehlen, sich davon zu lösen, immer das Allerneueste haben zu müssen. Gerade bei vielen Spielen zeigt es sich in den letzten Jahren, dass es sich eher lohnt abzuwarten, bis Entwickler ihre Spiele mit Patches optimiert haben, was dafür sorgt, dass spätere Käufer ein besseres Erlebnis für weniger Geld bekommen. Leitet das Video gerne weiter, wenn ihr denkt, dass ein Elternteil sich mal mit dem Thema beschäftigen sollte und die ein oder andere Info aus diesem Video mitnehmen kann. Ich bin der Ansicht, dass wenn ein Kind etwas findet, was ihm Spaß macht und niemandem schadet, es sein Leben damit bereichern kann. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wie ist es bei euch zu Hause abgelaufen? Mehr Verständnis, Unverständnis oder Desinteresse? Ich freue mich auf Geschichten von Eltern und Kindern zum Thema Videospiele in den Kommentaren. Hier habe ich noch zwei Videos verlinkt, die für euch interessant sein könnten. Bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!